Willkommen zurück zu Ohrkratzt. Let's Play Ohrkratzt. Ich schätze mal, wir müssen den Hebel hier auch wieder drücken, ne? Dass das zurückfährt und dann schnell drauf. Natürlich. Oh, das wollte ich nicht. Mist. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich wieder von oben. Na, natürlich. Oh, die macht so wenig Schaden. Diese Maschinenpistole, das ist der Wahnsinn, wie schlecht die ist. Die gefällt mir gar nicht. Aber da hat man halt die meiste Muni, ne? Und die Pistole, die macht auch nicht wirklich mehr Schaden. Okay, wir kommen aber hoch. Lass das mal. Ich hoffe, wir durften schon aussteigen. Aber die fährt, glaube ich, nur bis da hinten ran und dann... Wie viele Leute wir einfach von denen schon umgebracht haben. Und es kommen immer mehr. Es hört nicht auf. Ist der Wahnsinn. Oha, solche Weißen. Lol. Was war das? Oh, die Weißen, die mag ich gar nicht. Ernsthaft? Nee. Vielleicht hier erstmal. Ja. Lasst das mal eben. Danke, Jungs. Das hier ist Last. Ach, die holen sich das Teil jetzt wieder. Oh, die Weißen, nee. Die mag ich ja gar nicht. Ach so, oha. Oha. Nee, oder? Ernsthaft? Aber... Nee. Nee. Hä? Warte mal. Ich muss doch... Ich muss darüber. Frage ist nur wie, hä? Hä? Wie komme ich denn da drauf? Na super. Dann muss ich hier rüberfahren? Nee, das macht auch keinen Sinn. Guck mal. Nur noch 38 Leben. Oh, Alter. Speichern. Ja.
Oh. Lambada. Lambada, Lambada. Muss ich noch höher? Ach nee, jetzt komme ich hier runter. Aha. Okay. Na. Na komm her. Na komm her. Und ins nächste Laderaten. Eieiei. Folgt Freeman. Dr. Freeman! Barney sagte, dass Sie kämen. Er hat sich vor den Scharfschützen dort vorne im Lagerhaus verkrochen. Kennen Sie, er braucht Sie. Ja, das glaube ich. Nach dir! Warte auf mich! Oha. Ach du Scheiße. Und von hinten kommt die Presse dauerhaft, oder was? Alter. Wow. Alter. Au. Du, natürlich. Sie sind Barneys Kumpel, nicht wahr? Ja. Noch. Er steckt auf dem Dach fest. Scharfschützen. Er wollte ein paar Granaten organisieren, aber das wird jetzt wohl nichts. Gehen Sie, Dr. Freeman. Kann ich die treffen? Dr. Freeman, ich komme mit. Sieht nicht so aus. Wir sind erledigt. Alter. Lass mich rein. Wie gesagt, immer noch. Ja. Wo muss ich denn hin? Die Frage ist, muss ich hier hin? Ja, da ist eine Tür auf. Na, nicht so stürmisch. Herr Krabbe. Wie habe ich sie in Black Mesa genannt? Das ist schon so lange her, ich weiß es nicht mehr. Fleischtaschen? Kartoffelsäcke? Irgendwie sowas, oder? Oh, die finde ich ekelhaft. Die Viecher, auf der einen Seite sind sie irgendwie richtig geil, aber auf der anderen Seite finde ich sie einfach nur ekelhaft und... Ah, nee. Nee, nee. Achso, ich dachte, geht's durch. Hat sich so angehört, als würde sich die Tür gerade öffnen, aber wir müssen... Ist jemand dort oben? Was? War das Barney? Hilfe! Hilfe! Bleib mal liegen, Kumpel. Du auch. Hilfe! Hilfe! Wir dachten, hier unten wären wir sicher. Wir wussten nicht, dass alles verseucht war. Die anderen sind nach oben. Sie haben es mit den Scharfschützen aufgenommen. Die sind wohl immer noch oben. Ich weiß nicht, mit dem Revolver treffe ich echt schlecht. Was mach! Digga, warum braucht denn da zwei Schuss mit dem Revolver für so einen Kack-Zombie? Bist du tot? Nein, er bewegt seine Augen noch. Ja, wo muss ich denn jetzt lang? Wieder zurück? Nee, das ist ja Schwachsinn, oder? Alter. Oh, die Kopfkrabbe lebt noch. Jetzt nicht mehr. Ey, die sind so eklig, wenn die auf einen zugestürmt kommen und einen dann anspringen. Nee, nee. Ach so, jetzt sind wir... Ah, okay. Okay. Okay, okay. Ja, die Scharfschützen, die gönnen sich. Die gönnen sich mal richtig.
Boah. Hier drüben! Ach, da oben! Ich sitz fest! Die Scharfschützen hat mich im Visier! Ja, mich auch! Gordon, hau Granaten rein! Das räumt er auf! Ich krieg die da nicht rein. Ah, hahaha. Dulli. Natürlich sind da noch mehr. Oha. Jetzt ist er drin. Oha. Scheiße. Wir haben nicht mehr viel. Okay. Nummer 1. Lol. Du dreckiger Hundesohn. Oh. Läuft bei ihm. Krieg ich von hier nicht rein. Okay, danke, Gordon. Jetzt nix wie raus hier. Oder vielleicht auch. Du bist ziemlich der Held für alle, Gordon. Hast du vielleicht ein bisschen Heilung? Kopfkrabbe! Kopfkrabbe! Die hab ich gar nicht gesehen. Ah, der hat mich auch nicht angegriffen. Wenn jetzt die Soldaten kommen, ne? Bin ich am Arsch. Barney, ich brauche echt Heilung. Ah, jetzt kommen wir hier hin. Okay, ich brauche trotzdem Heilung. Das ist alles andere als gut. Ich übernehme das Tor. Mit meinem Status dürfte ich da vielleicht noch reinkommen. Hast du gerade eine Katze gehört? Nein. Das Biest verfolgt mich. Was? Warte mal, ist hier hinten vielleicht was? Hey, mach los! Ich komme gleich. Mein Guter, ich hoffe, ich komme noch rüber, aber hier war doch noch ein bisschen Heilung, oder? Nee, aber hier ist eine Kiste. Ja, oh, zum Glück. Ah, aber jetzt... Oh, hier überall. Geil. Ah, jetzt komme ich hier nicht rüber. Barney kommt mit, okay. Kein Problem. Okay, nochmal eben den Weg gehen, aber das war es mir wert für die Heilung, ganz ehrlich. Das war es mir absolut wert. Dr. Freeman, ich komme mit. Ja, dann komm mal mit. Speichern. Und weiter geht's. Oh. Naja. Nicht mit den Kopfkrabben, Gordon. Ja, ja. Die sind eklig. Ladedaten. Eieiei. Tschüss. Davor ist ein altes Gebäude. Was es auch war, jetzt ist jedenfalls ein Nexus der Überwachung in City 17.
Es ist eins der Hauptprobleme hier im Viertel. Denn dort ist ein riesiger Unterdrücker, der vom Dach aus alles platt macht. Okay. Alter. Man kann von hier aus das Torfass sehen. Ich zeig's dir von der Straße aus. Wir müssen da rein, um das Tor zu öffnen. Und der Unterdrücker wird auch dann auf jeden, ja, unterdrücken, der durchkommt, bis wir ihn ausschalten. Dann los jetzt! Ja, dann mach auf. Ja, geil. Oha, weg hier. Weg hier. Ich bin verletzt. Okay, ich glaube. Erst weiter, wenn wir es geöffnet haben, falls es möglich ist. Hier ist ein Medikit. Okay. Zuerst müssen wir ins Nexus-Gebäude. Das ist jetzt zwar ein etwas. Wobei, das sind das 10 Minuten, oder? Ich weiß nicht. Es kann sein, dass das jetzt eine 10-Minuten-Folge ist. Aber das sieht nach einem etwas größeren Kampf aus. Deswegen würde ich sagen, machen wir das beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet zu Half-Life 2. Bis dann erstmal.